hey, wir müssen den Leuten ja auch was mitgeben. Und was passt da nicht besser als Save Nature? Also haben wir eine riesige Flagge anfertigen lassen, haben die dann an unser Boot gehangen. Herr Leder, bitte Ihre Geschichte. Hallo, mein Name ist Johannes Leder und ich bin Bauleiter bei den Stadtwerken hier in Jena, 33 Jahre, und habe mit meinem Freund Georg Lesser zusammen die Naturschutzorganisation Save Nature gegründet und freue mich heute riesig, hier dabei zu sein beim digitalen Erzählsalon. Und ich möchte euch heute erzählen, was uns als doch recht jungen Verein, wir sind 8 Jahre alt, mit 30 Jahren deutscher Einheit verbindet. Ja, alles hat angefangen vor 8 Jahren, als ich mit meinem Freund Georg einfach ein Land erkunden wollte, Indien, mit dem Rucksack, so wie ihr das auch alle kennt. Und ich als Sohn von 2 Förstern, sehr naturverbunden, groß geworden. Für mich war das ein richtiger Kulturschock, als ich in Indien in die großen Städte kam. Hab den Smog gesehen, den Abfall, Plastik, die Verschmutzung und auch wie die Leute damit umgehen. Dass am Abend der ganze Müll auf einen großen Haufen gekehrt wird und dann angezündet. Dass die Regierung vorschreibt, dass Plastikmüll vergraben werden soll und dass Leute ihren Müll im Meer entsorgen, in Flüsse fahren. Das hat mich extrem schockiert und es hat uns dann zum Handeln bewogen. Deswegen haben wir ein riesiges Boot aus Müll, aus Plastikmüll gebaut. Und sind damit 1 Monat lang durch die Backwaters in Kerala geschippert. Das ist ein großes Nasslandschaftssystem. Und wie es der Zufall will, wir sind losgefahren und da war ein Journalist am Rand und der hat uns rangewunken und gesagt, ey Jungs, das ist ja eine richtig coole Sache, was ihr hier macht. Und wir kamen so ein bisschen ins Gespräch. Er wollte einen Artikel über uns schreiben. Und am Ende hat er dann so gefragt, was denn die Message mit unserem Boot an die Leute ist. Und da kamen wir dann eigentlich wie so die Jungfrau zum Kind. Hey, wir müssen den Leuten ja auch was mitgeben. Und was passt da nicht besser als Save Nature? Also haben wir eine riesige Flagge anfertigen lassen, haben die dann an unser Boot gehangen mit der Aufschrift Save Nature. Und die Leute konnten das dann vom Rand des Kanals, können das sehen. Wir haben selber angefangen, dort Müll zu sammeln. Es gibt dort ein großes Areal, ein 20 Hektar großes Vogelparadies. Es war überladen mit Müll und wir haben angefangen, dort aufzuräumen. Und schnell wurden die Medien auf uns aufmerksam. Ja, die beiden Deutschen, die in Indien aufräumen. Und Leute haben uns dann besucht, um zu helfen, um mitzumachen. Wir konnten ins Gespräch kommen, aber wir haben auch in Schulen Unterricht gemacht. Wir waren mit den Leuten Bäume pflanzen. Und so hat unsere Reise in Indien einen ganz anderen Tiefgang bekommen. Die Leute haben uns eingeladen zu sich nach Hause, Lehrer, Yogis, wo wir mitgeholfen haben, welche von der Stadt. Und man hat die Kultur und die Menschen ganz anders erlebt. Und wieder zurück in Deutschland haben wir uns dann entschlossen, eine Naturschutzorganisation zu gründen. Ja, schnell haben wir natürlich gemerkt, dass wir für unsere Projekte kein Geld haben und uns auch die Manpower fehlt. Ja, und da haben wir uns überlegt, was kann man von der Natur nehmen und ihr auch wiedergeben? Und das waren Äpfel. Wir haben die Äpfel im Herbst von den Streuungswiesen geerntet, haben daraus Saft gemacht. Den Saft haben wir dann in Läden verkauft. Und den Gewinn von dem Saft, den stecken wir wieder in Streuungswiesen oder die Projekte, die wir eben umsetzen wollen. Genau. Jetzt ist natürlich die Frage, was so ein junger Verein 8 Jahre mit der deutschen Einheit verbindet. Und es hat tatsächlich auch etwas damit zu tun, mit der Separation zwischen BRD und DDR. Denn wenn man zum Beispiel zu unserem kleinen Ort nach Herschdorf fährt, dann fährt man an großen Feldern vorbei. Feldern, riesige Felder mit Raps, mit Mais, mit Weizen, riesige Monokulturen. Denn damals war es üblich, dass man so effizient wie möglich Nahrungsmittel herstellen wollte. Deswegen hat man die Felder so groß wie möglich gemacht.
kleingliedrige Felder zusammengelegt, Hecken entfernt, Mauern entfernt, um so effizient Sachen anzubauen. Und nicht nur das, es waren dann auch Agrargifte, die mit auf die Felder ausgebracht wurden, Düngemittel. Ja, und das führt natürlich auch zum Insektensterben. Wir wissen alle, dass die Insekten bis heute zu 70% zurückgegangen sind. Und Einstein hat schon mal gesagt, dass wenn die Biene ausstirbt, 4 Jahre später der Mensch ausstirbt. Und das hat uns unser Verein auch auf die Fahne geschrieben, denn ein wesentlicher Bestandteil von unseren Projekten sind die Renaturierung von Flächen. Da haben wir zum Beispiel in Leutenberg im Ilmtal eine große Wiese gekauft, mit einem, wo ein Bach durchgeht. Wir haben an diesem Bach wieder die Bäume gepflanzt, die dorthin gehören. Wir haben eine Bienenweide angelegt. Wir haben einen kleinen Sitzplatz für Wanderer angelegt. Ja, und nicht nur das, wir haben auch einen Lehrpfad angelegt in Leutenberg. Er ist in einem 2 Hektar großen Areal und dort gibt es verschiedene Ökosysteme, zum Beispiel den naturnahen Mischwald, verschiedene Hecken, Streuobstwiesen. Und dort können die Kinder die verschiedenen Pflanzen und Tiere kennenlernen. Wir haben dann Schilder angebracht mit Baumporträts und auch Sitzmöglichkeiten. Einen großen Pavillon haben wir hingestellt, wo auch eine ganze Klasse mal Unterricht machen kann. Genau. Und im Winter dann, da sind wir fleißig dran, Insektenhotels zu bauen und die aufzuhängen, auch mit zu verkaufen. Wir haben in unserem Verein auch Imker, die dann auf die Streuobstwiesen, die wir anlegen und pflanzen, ihre Bienen stellen, dass die dann auch die Blüten bestäuben können. Und Streuobst, das ist so unsere Herzensangelegenheit. Wir selber haben schon 3 große Streuobstwiesen angelegt und wir pflegen auch Streuobstwiesen. Der NABU hat mal ausgerechnet, dass von 1950 bis jetzt von 1,5 Millionen Hektar Streuobst nur noch 300.000 Hektar übrig sind. Und das hat auch etwas damit zu tun, dass in der DDR zum Beispiel das Siedlungswesen groß vorangetrieben wurde, dass Städte ausgeweidet wurden. Und es gab zum Beispiel einen Emser Beschluss, der gesagt hat, dass Streuobstwiesen weggemacht werden, weil sie zu arbeitsintensiv sind. Es wurden anstatt dessen Plantagen angelegt, wo schnell und effizient viel Obst geerntet werden kann. Und da mussten die Streuobstwiesen einfach weichen. Und Streuobstwiesen, das wissen wir alle, sind ein wunderbares Ökosystem und ein schützenswertes Ökosystem. Ja, und wir pflegen auch solche Ökosysteme, zum Beispiel von der Stadt Eisenach. Da haben wir eine 6 Hektar große Streuobstwiese, wo wir dann im Frühjahr die Bäume schneiden, Bäume nachpflanzen, wenn sie ausgefallen sind. Und natürlich im Herbst dann auch ernten, daraus diesen wunderbaren handgepressten Apfelsaft herstellen und den dann verkaufen. Und dieser Gewinn, das finde ich eben auch, ist ein schöner Kreislauf, geht dann wieder in die Natur zurück. Ja. Und um jetzt wieder so ein bisschen den Bogen zur deutschen Einheit zu bekommen, wir setzen uns dann eben für die Artenvielfalt ein, dass aus den Monokulturen kleingliedrige Flächen werden. Wir probieren Flächen zu kaufen, dort zum Beispiel auch Hecken zu pflanzen, Mauern anzulegen, dass Kleinstlebewesen wieder Möglichkeiten haben, eben dort zu leben, dass kleine Ökosysteme entstehen. Und wir haben zum Beispiel dieses Jahr uns für einen großen Insektenfonds in Thüringen beworben, wo wir eben auch Flächen kaufen wollen und die renaturieren wollen. Genau, und das ist eben das, was unser Verein sich so auf die Fahnen geschrieben hat. Und wie jeder Verein brauchen wir natürlich auch finanzielle Unterstützung und Mitglieder. Und ich wäre wirklich erfreut, wenn sich heute ein paar Leute melden. Mir schreiben einfach auf info@safenature.de oder unsere Website besuchen, Safe Nature. Genau, und mitmachen. Ja. Vielen Dank. Ja, danke, Herr Leder, für Ihre Geschichte. Vielleicht nochmal eine Nachfrage. Wann waren Sie und wie lange in Indien? Das hört sich nach sehr langen Aufenthalt an. Genau, wir waren 2014 und 2015 in Indien gewesen. Genau, und anschließend noch in Nepal, also eine längere Zeit reisen. Also über ein Jahr? Nee, wir waren 3/4 Jahr waren wir reisen gewesen. Ja, 3/4 Jahr. Also genau, dann ist natürlich auch Raum für solche Projekte und das Kennenlernen.
Wunderbar, dass Sie uns auch noch einen Einstein-Spruch nahegebracht haben, den ich auch noch nicht kannte, der mit der Natur was zu tun hat. Vielleicht nochmal eine Nachfrage, was hat denn Thüringen mit Ihren Projekten zu tun? Ja, ich glaube, weil Thüringen auch so meine Heimat, mein Heimatland ist und meine Eltern hier auch sind und wir hier einen großen Bauernhof haben, wo wir die verschiedenen Geräte auch lagern können. Denn auch um die Flächen zu pflegen, braucht man viel Technik, die auch sehr teuer ist, wie Traktoren, verschiedene Mähgeräte eben. Und das haben wir alles dann bei meinen Eltern im großen Bauernhof gelagert und nutzen das dann dort. Und deswegen bietet es sich eben an, in dem Raum auch die Flächen zu kaufen und die Flächen dort zu bewirtschaften. Wie ist denn das Interesse der Kinder auf Ihre Angebote? Gut, also wir haben auch ein schönes Projekt, eine mobile Recyclinganlage. Die haben wir 2019 ins Leben gerufen, nachdem wir in Kolumbien gewesen sind. Wir haben eine mobile Recyclinganlage entworfen, wo die Kinder, also wir gehen zuerst mit den Kindern Müll sammeln, dann erklären wir den Kindern alles über Plastik, welche verschiedenen Plastiksorten es gibt. Anschließend wird das getrennt in die verschiedenen Kategorien, die es gibt. Und dann nimmt das jedes Kind seinen eigenen Müll, schreddert den mit einem selbst konzipierten Fahrradschredder. Dann werden die Plastikchips in eine Spritzgussmaschine getan. Dort wird das auf 200 Grad erhitzt. Und dann kann sich jedes Kind sein eigenes Lineal pressen aus dem selbst gesammelten Müll. Und das Ganze, das tun wir als Unterrichtskonzept hier in Thüringen anbieten. Da werden wir auch vom Ministerium gestützt und besuchen im Jahr so circa zwischen 40 und 50 Schulen. Genau. Also Natur und Umweltschutz zum Anfassen und Erleben. Ja, das hört sich ganz spannend an, ja, für die Kinder. Ja, und die nehmen es auch sehr gut an, weil es eben wirklich praktisch ist und jedes Kind am Ende des Tages eben auch so ein selbst recycelndes Signal erhält. Das ist eine wirklich coole Sache. Ja. Ja, danke, Herr Leder. Dann wünsche ich Ihnen und allen Mitstreitern, auch Ihrer Frau, alles, alles Gute und dass Sie viele neue Mitglieder gewinnen für Ihren tollen Verein. Danke, Herr Leder.